Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Legendary. Ich habe gerade nochmal das Spiel angehalten und wieder neu angefangen, deswegen sind wir wieder hier. Also jetzt die letzten 2-3 Minuten von unserem letzten, von unserer letzten Aufnahme sind jetzt quasi weg, also das Rumgezerge. Das EMP steht hier unten, wie ihr seht, und ich habe gerade in dem Ladebildschirm gelesen, die Nari, das sind diese kleinen Viecher vermutlich, die hier immer rumfliegen. Da stand, die sind in ihrer Geisterversion sozusagen, sind sie unverwundbar. Gut, das hatten wir auch schon rausgefunden. Aber gut zu wissen, dass die Viecher Nari heißen. Gut, dann machen wir jetzt mal weiter. Ah, hier, komm, geh weg. Ah, meine Muni, nein, und jetzt liegt hier keine Muni mehr rum. Gut. Ach, jetzt kommt das Video nochmal. Ja, letzter Checkpoint und so. Das ist so ein bisschen eklig. Und wir versuchen doch jetzt gleich mal hier rüber zu kommen. Ach, na komm schon. Ey. Junge, geh da jetzt rein. Weil dort hinten ist jetzt nur noch Rumgezerge. Okay, wieso waren die plötzlich vor mir? Ja, ich bin jetzt einfach mal hier hochgegangen, weil ansonsten dort unten, das ist ja ein unendliches Rumgezerge. So, ich wechsle erstmal wieder die Waffe. Und hier sind sie gerade beide verschwunden, ne? Es war bestimmt wieder dieses Vieh. Ich habe übrigens beim Nachspielen nochmal... Ah, genau. Das ist mir auch schon beim Nachspielen... Das wollte ich euch gerade erzählen. Dieses Vieh mit den Tentakeln. Ach, seht, aber jetzt habe ich keine Animus-Energie mehr. Na super. Aber dieses Vieh mit den Tentakeln, das zieht einen ran. Das hatte mich auch das letzte Mal immer rangezogen. Bis ich drauf geschossen hatte. Ich habe aber nicht gewartet, was passiert, wenn ich nicht drauf schieße. Ich habe es mir verkniffen und ich bin den anderen Weg lang gegangen, den ich auch nicht lang gehen konnte, weil ich zuerst woanders lang gegangen war. Und dort war nur noch eine Tür. So eine Tür hier und die war so weit off, also bis hierhin ungefähr zu. Und dort guckte noch einer unten drunter vor, ein Mensch, und der wurde zurückgezogen und die Tür ging zu. Und dann lag dort ansonsten nur noch Muni. Ansonsten war dort nichts Spannendes. Alter, du blödes Vieh. Toll, jetzt sind wir unten. Nein! Huch, hat es uns gehabt oder sind wir weggetrieben? Ich glaube, es hatte uns gehabt. Na super. Nein, den letzten Checkpoint... Oh, ihr wisst, wo das war, ne? Ich auch. Scheiße. Ach, wunderbar. Bah, nee, scheiße. Na gut, sterben gehört mit dazu. Zu Spielen, solchen Spielen. Nein, war richtig. Ach, na komm. Ach komm, scheiße, lasst mich in Ruhe, ihr blöden Viecher. Huch. Ja. Oh, nee. Ah, Mensch, was soll denn das? Ich hab doch drauf geschossen. Das Vieh hat uns zurückgezogen. Scheiße.
Mann, jetzt wieder dieser ewig lange Raptor Animus Pulse will destroy in Tinke. Aha. Ja, Animus Pulse. Ja, gut, dazu bräuchte ich vielleicht erstmal Animus. Vielleicht muss ich mir davor doch etwas okay. Vielleicht müssen wir uns doch ein bisschen Animus Energie erst sammeln, ansammeln. Ich hab eigentlich nicht mehr gedacht. Gut, Animus Energie sammeln. Dann kommt mal her. Ich brauche eure Energie. Dort oben kam gerade so ein Vieh raus. Alter. Ups. Ja, das Video kennen wir doch nun schon. Oh. Und es ist immer noch voll eklig. Komm, ich brauche deine Animus-Energie. Alter, und deine auch. Eure auch. Nicht zuletzt, um mich zu heilen. Oh, Shotguns. Alter. So, jetzt aber und jetzt rüber. Alter. Zum Glück hat das jetzt richtig gut funktioniert. Oh Mann, komm. Ah, ich bleib an jedem Pixel hängen. Gut, irgendwie habe ich jetzt keine Animus-Energie benutzt. Kommt noch. Das ist ja voll scheiße. Vor allem immer wieder von dem einen Punkt und dann immer wieder mit dem Video und ich sehe schon, wir werden hier irgendwie heute nicht rauskommen. Ah nein. Das war diesmal mit Animus-Energie. Jetzt sitzt man hier total verkrampft erstmal da. Animus-Energie hat echt viel geholfen. Ich schieße lieber drauf. Animus-Energie hat das Vieh nur zurückgeschleudert. Also, das Ding. Oh, geil. Shotgun-Munition. Also hat es immer nur zu... Ey, diese kleinen blöden Viecher. Oh, nicht euer Ernst, oder? Also die Shotgun-Muni hat es immer... Also hat es dann wirklich zurückweichen lassen. Die Leiter ist kaputt. Nein, von dort sind wir gekommen. Habe ich recht? Ja. Nein. Nein. Scheiße. Wir müssen aber jetzt nicht dort runter, oder? Scheiße. Nein. Checkpoint, na immerhin.
Und die Viecher machen Licht. Nein. Nein. Alter. Alter, diese kleinen miesen Biester. Alter. Ah, hier ist irgendwo noch das Tentakelvieh. Ja, jeder zählt auf mich. Und auf wen darf ich mich hier verlassen? Nein. Alter! Ha! Ich gehe hier extra weg, weil es dort geblubbert hat und das Vieh kommt dort raus. Ach du Scheiße. Oh Mann. Gott, ich weiß gerade nicht, ob ich runter, ob ich nicht wieder runter will. Ich glaube, meine Shotgun ist gegen den nicht so viel. Hier geht's nicht weiter und da geht's schon wieder runter. Ich fasse es nicht. Scheiße, wieso werden das immer mehr? Oder beziehungsweise nicht weniger? Alter! Das ist nur ein Munigrab hier gerade. Alter, ihr. Und die Viecher, die geben zwar viel. Die geben zwar echt viel Animus-Energie ab, aber sie machen auch echt viel Damage. Und ich weiß gerade nicht so richtig, was ich hier machen soll. Ja, ihr blöden Viecher. Okay, hier hoch, hier rüber. Und dann. Da hoch. Und hier rein? Alter, ihr kleinen... Alter, diese kleinen Biester. Hey, verschwinde. Huch, das wollte ich gerade nicht.
Oh Mann. Alter. Die hauen hier zwei, dreimal zu und man ist schon fast down. Alter. Schießt der auf uns? Ich glaube. Nein. Diese kleinen blöden Biester. Alter. Oh. Alter, der Golem hat hier reingelangt. Ich weiß gerade nicht wirklich, wo lang ich soll. Nein, nicht wieder darunter. Oh Mann. Scheiße, wollte gerade sagen, muss ich dem Golem vielleicht auf den Arm springen, wenn er da reinguckt? Das ist ja mies. Ich hab da jetzt oben überhaupt nicht. Und vor allem diese kleinen Biester, wirklich. Also, ehrlich. Da, nee. Ja, Nari. Ja, können Objekte. Benutzen. Oh na super, ich habe nicht mal. Nee, doch. Alter. Alter, ihr könnt mich mal, ihr kleinen Biester. Oh. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung. Wenn ich nicht durch den Golem sterbe, dann durch diese kleinen Biester. Aber wenn der Golem hier mit seinem Arm reinlangt. Alter, der hat einen Stuhl im. Ja. Brauche ich da vielleicht irgendwas? Oh. Nein, so meine ich nicht. Ich meine das andere. Ja. Hat er da irgendwas dran, was ich brauchen könnte? Ich habe echt sonst null Ideen. Wow. Ich weiß aber auch echt nicht, was ich machen soll. Irgendwas mit dem Golem scheinbar. Aber was? Nee, ist aber auch nicht rot irgendwie.
Ich weiß auch nicht, wo jetzt diese kleinen Viecher sind. Also nicht, dass ich irgendwie traurig wäre oder sowas, dass die auch immer nicht mehr, ne? Aber... Huch! Ach, Nari, hier! Das wollte ich aber gerade gar nicht drücken. So. Geht's hier irgendwie? Nee. Ich weiß null, was ich jetzt machen muss. Oh! Ja, das hilft mir aber auch nicht weiter. Weil dadurch weiß ich immer noch nicht, was ich machen soll. Aber der Große reißt hier immer mehr ein. Aber ich muss bestimmt was mit dem machen. Aber ich bezweifle, dass ich auf seinen Arm springen muss. Ich kann mir nicht helfen, aber ich bezweifle das irgendwie. Hä, hätte nicht hier erst der Arm kommen müssen? Nö. Auf hüpfen geht auch nicht. Aber diese kleinen Viecher, die haben doch das EMP wieder irgendwie weggetragen. Ach, da unten. Ach nein, jetzt sind sie wieder da. Vor allem da unten war es gerade, das EMP. Es ist doch aber auch unnormal, was die für ein Damage machen. Alter, ich muss wahrscheinlich das EMP füttern oder so. Oh ja. Boah, diese kleinen mistigen Viecher. Ja, Feed geht nicht.
Alter. Komm, bringt ihn wieder runter. Moin! Was? Nein! Moin! Es hat die Videoaufnahme abgebrochen. Keine Ahnung warum. Oh Gott, ich hoffe nur, das Video ist aber trotzdem noch... okay, ich schau mal rein. Bis später. Tschüss!